Was ich hier super cool finde, ist, dass es nicht profit-, sondern werteorientiert ist und man tatsächlich einfach das Leben von Menschen verbessern kann. Willkommen zur Open Health Academy! Wir entwickeln in kleinen Teams Hilfsmittel und Lifehacks, die das Leben wirklich einfacher machen. Von der Idee bis zum funktionierenden Prototyp. Sven zum Beispiel fährt jetzt Fahrrad. Und? Macht Spaß, Sven? Ja, total. Was auch Spaß macht? Unsere Lösung, mit der jeder Rolli zum E-Roller-Rolli wird. Du musst es einfach nur machen. Und wenn es dann funktioniert, machen wir es für alle zugänglich. Nachbaubar. Open Source für alle. Außergewöhnlich, oder? Zusammen mit Jonas, Assie, Rike, Tobi, Adina, Chong, Robert, Maike, Mervin, Anastasia, Flo, Daniel, Dejan, Sven, Maggie, Lena, Thomas, Ferdi, Bea, Ian, Isa, Raul. Und in diesen Werkstätten und Fab Labs kann wirklich jede Idee zur Realität werden. Hier ist viel Platz für außergewöhnliche Innovationen. Neben Workshops und Vorträgen kann man hier auch einfach richtig geile Sachen ausprobieren, wie einen 3D-Drucker oder Löten oder sowas. Das wird richtig cool! Es macht total Sinn, ein Produkt zu entwickeln mit der Person, die es auch benötigt. Endlich mal ein Projekt, wo du nicht überlegst, irgendwie, was soll das Ganze eigentlich, sondern einfach Sachen machen. Du hast keine Lust, Ideen für die Schublade zu entwickeln? Dann mach doch bei uns mit. Ich finde die Open Health Academy deswegen so großartig, weil sie zeigt, wie lame die Industrie ist. Das kann doch eigentlich nicht sein, dass Hobby-Produktentwickler sich bessere Ideen überlegen, als das, was ich in jedem Sanitätshaus finde.